So, ich bin Ava von Alles Ava und das hier ist so ein Gaming-Channel, den ich mache. Das ist mein erstes Video und ich dachte, ich mache einfach mal eine Serie. Ich denke, die wird dann so heißen, vielleicht Corona mit Ava. Ja, also hier mache ich meine Figur. Erst wollte ich mir da, vielleicht habt ihr es gesehen, so ein Ponytail holen mit so ein bisschen Lila unten, weil ich liebe irgendwie die Farbe Lila. Dann habe ich gemerkt, das sieht komisch aus. Dann habe ich aber die Haare genommen. Nicht zu lang oder zu kurz. Ja, ich liebe immer die Tokabuka-Charaktere mit Wimpern. Ich hasse es, wenn die dann immer so blaue Nasen haben. Sieht irgendwie so komisch aus. Die Augenbrauen war super gut. Nur jetzt müssen wir gucken, dass die Farbe auch stimmt. Ja, so ist richtig. So, bei den Klamotten werde ich jetzt ganz viel gucken. Ja, erst habe ich das gesehen. Das sieht so affig aus. Keine Ahnung, warum es da ist. Das sieht okay aus. Das da auch, das da auch, das da auch. Irgendwie sieht das da immer so komisch aus. Ja, hier sind immer ganz viele. Ich liebe das Kleid da mit den Flügeln. Och, es ist so schön. Aber ein paar Leute mögen es auch nicht. Ich verstehe, warum. Ja, aber sonst hätte ich hier noch ganz viele andere Sachen. Und ja, ich werde jetzt einfach ein bisschen gucken. Aber am Ende habe ich noch gefunden, dieses Move-Ding hat mir richtig toll gefallen. Aber dann dachte ich einfach, das gestreifte T-Shirt wäre schön. Dann habe ich aus Versehen mal Duster gedrückt. Das sieht so schlecht aus. Ja, aber dann wurde dieses Kleid ausgewählt. Ich finde es aber richtig schön. Diese Katzenohren habe ich im echten Leben. Also, brauchi. Hier wird jetzt das Zuhause sein. Das ist nicht zu groß oder zu klein. Mama mache ich leider nicht in dieser Serie. Hoffentlich versteht ihr, warum. Ja, also ich würde mal sagen, ich dekoriere es jetzt hier erstmal. Oh, und dieser Dingy darf sich da nicht verstecken. Also jetzt zeige ich jetzt erstmal alles. Nicht so cool, interessant. Also ich mag die Welt, die finde ich richtig cool. Nur die ist nicht so schön und interessant. Ja, aber die ist immer noch etwas. Da finde ich eine Toilette und eine Dusche. Ja, hier sind sonst ganz viele Sachen. Ich denke, das sollte so ein Campingplatz sein. Ja, aber hier habe ich jetzt alle Sachen. Ich bin... Oh, sorry, ich habe gerülpst. Ich war voll überrascht, dass so viel... Ich habe nochmal gerülpst. Ich war voll überrascht, dass so viele Sachen in einem kleinen so Karton passen. Ja, da war ich wirklich voll überrascht. Also halb von den Sachen habe ich beim Mall gefunden. Und ich habe mich immer und immer gewundert, wo ist dieser Avocado-Sessel? Und ich werde es jetzt sagen. Ich werde es jetzt sagen. Bei dieser Winterwelt in dem Hotel ist es. Oh, fühlt sich das schön an. Ich habe das immer gesehen und war so, aber jetzt weiß ich's. Ich habe es dann gesehen und so, oh, da war's. Erst dachte ich, es war an diesem After-School-Platz, aber ja, natürlich konnte ich nicht Via vergessen. Dieser Hund, denke ich, sieht ein bisschen aus wie Via. Ein Ohr ist schwarz, eine Seite ist ganz schwarz, ein paar Fleckchen sind auch noch schwarz. Aber sie ist nicht so fluffig, aber dieser Hund hat bestimmt sehr. Wie wir. Ja. Und hier habe ich noch ganz viele Schulsachen. Ich finde, das sieht echt süß aus hier. Einmal habe ich, als ich so ein Haus gemacht habe, die Schulsachen da auf diesem Stock gemacht. Das sieht irgendwie nicht so schön aus. Also werde ich vielleicht noch keine Ahnung. Oh, viel, dann noch ändern. Und diese Lava-Lampe finde ich immer so cool. Die findet man bei diesem Bus-Shop. Ich will einfach sagen, wo fast halt diese Sachen her sind. Will ich einfach. Ist halt so. Ja, werde ich dann auch. Ja, die Kissen. Ich glaube, jeder weiß, dass die auch von diesem Hus-Dingy ist. Ja, was? Ja. Ach, ich muss mich mal anders hinsetzen, wo ich gerade recorde. Also das Voiceover mache. Ich mache ein Voiceover. Ich bin hier gerade in meinem Zimmer. Ich habe gar nichts aufgeschrieben. Also bin ich so, yep. Ja, das ist mein erstes Video. Also nicht wirklich mein erstes, mein 200. Aber mein erstes Video auf diesem Kanal. Okay, cool. Ja, es fühlt sich an, als ob ich gerade mit jemandem spreche. Ja, aber ich habe schon fast alles hier geplant. Ich habe gesehen, ganz viele von euch wollten noch Gaming-Videos sehen. Also dachte ich, so wie wär's, ich mache noch einen Channel, unseren Gaming-Channel. Ja, ich habe einen englischen, ich habe den ganz großen und dann habe ich diesen. Ja,
Also, dann am Ende habe ich all die Zahnpasta und Blumenkram dahin gelegt, weil, damit ich die Schulsachen dahin mache. Ja, ich habe es doch dahin gelegt. War es eine gute Idee? Hoffentlich. Ja, bevor da irgendwelche Fragen kommen, Ava, wo hast du das alles geeditet? Ich habe das hier auf iMovie geeditet. Die Musik habe ich nicht selbst bekommen. Die ist einfach in der App. Ich würde empfehlen, Simple oder Bright zu nehmen, weil irgendwie hört sich dann Playful immer ganz komisch an. Wovon rede ich jetzt? Ja, also, hier ist fast das fertige Produkt. Da sind jetzt ein paar Sachen. Und ja, das ist das fertige Produkt. Manchmal zeige ich dann immer, was man dann in diesen Makeovers machen kann. Das ist nicht wirklich ein Makeover, aber das ist auch eine neue Serie. Heute werde ich mal so sprechen, aber wenn ich noch mal von diesen Episoden mache, werde ich auch anders sprechen. Also ja. Und Via ist echt süß in diesem Spiel, wie im echten Leben. Ich wünsche, man könnte nur ihr rechtes Auge ein bisschen mehr besser sehen. Aber das ist schon okay. Ja, aber sonst ist hier echt süß. Da habe ich noch ein Handy und so ein Kram. Ja. Und die Serie geht da nicht um Sachen, die im echten Leben dann passieren. Einfach nur Sachen, die mir einfallen. Und ich denke, die werden süß. Also ja, ich finde es einfach immer noch so cool, dass ich die gleichen Katzenohren habe. Ja, ich habe so lange nicht mehr in der Welt gespielt. Ihr hättet vielleicht gesehen, als ich dann den Charakter gemacht habe, dass ich voll überrascht war und ganz langsam war. Weil ich musste die App nochmal löschen, weil erst als ich sie runtergeladen habe, ist es immer runtergegangen, ist mich immer rausgekickt, als ich Charaktere machen musste. Dann habe ich die App nochmal gelöscht und dann hat es funktioniert. Da war ich voll überwältigt. So, oh mein Gott, funktioniert. Und ich habe total vergessen, dass ein Baum nach einer Spinne ist. Ja, mit so einem Spinnennetz. Aber ja, ich finde, das sieht hier echt gut aus. Ja, man kann auch sehen, wann ich das recorded habe. Und ja, ich hoffe, euch hat unser Video gefallen. Und ja, ciao. Ciao. Bye.